Hallo und grüß Gott, liebe Bikerinnen, Wander- und Wanderinnen in meinem Kanal zu einem neuen Videofilm. Michael und ich fuhren am 7. August durch das Eschenleinertal zum Walchensee und von dort weiter zur Esterbergalm. Start und Ziel war der Parkplatz unter einer Autobahnbrücke München-Garmisch bei Eschenlohe. Es ging durch das Eschenleinertal Richtung Walchensee. Dort wollten wir ein sogenanntes Wikidorf besuchen, war geschlossen. Wir fuhren dann weiter Richtung Walgau-Barmsee, dort etwa Mittagspause und dann hoch zur Esterbergalm, nochmal Pause. Rückweg über Garmisch, Farkand, entlang der Loisach Richtung Start und Ziel. Die Rundtour betrug etwa knapp 71 Kilometer und wir waren mit Pausen 7 Stunden unterwegs. So, 8.40 Uhr, Michael und ich sind jetzt in Eschenlohe am Autobahnparkplatz. Es wird alles fertig gemacht zur Biketour. Wohin fahren wir, Michael? Eschenleinertal. Eschenleinertal. Nach Urfeld. Urfeld. Kurz vom Walchensee. Kurz vom Walchensee. Dann hoch Walgau. Walgau. Barmsee. Barmsee. Hoch zur Esterbergalm. Esterbergalm, die kommt ziemlich spät. Ich habe gedacht, die kommt am Anfang. Nee, Pause ist zum Schluss. Die ist zum Schluss. Dann über Wankbahn, Parkplatz, über Fahrhand, Oberau an der Loisach entlang, hier wieder zum Ausgangspunkt. Also Michael und ich sind da jetzt. Autobahn. Ja. Genau. Michael hat gerade erklärt, wo wir hinfahren. Da gibt es noch welche Leute, die auch weiterfahren. Na gut. Passt, 17 Grad. Grobe Richtung ist die Esterbergalm. Unser Hauptziel heute. Wie viele Kilometer werden wir haben? Ungefähr? 60 knapp. 60 Kilometer knapp. Ja, 1000 Höhenmeter. Vielleicht machen wir noch einen kleinen Umweg zum Wikingerdorf, Wikingerdorf, wo Wiki gedreht wurde am Walchensee. Ja. Werden wir mal sehen. Werden wir sehen, wie weit das wir kommen. Ja. Und der Akku reicht. Und der Akku reicht vor allen Dingen. Ja, gut, also dann. Blinkt. Blinkt und brennt, genau. Gut. Alles gut, ja. Jetzt schauen wir mal, ob es noch 30 Sekunden ausgeht. Okay. Das habe ich immer auf 30 Sekunden eingestellt. Ja, ja. Dann geht es alleine aus, was? Das reicht noch nicht mehr. Wir testen unsere Kamera. Blinkt noch. Blinkt noch, gell? Normal müsste ein lauter Ton gehen, macht aber nicht, aber der ist nicht vorgesehen. Er tut ein bisschen rütteln, aber das merke ich nicht. Siehst du, wie lang 30 Sekunden sein können, gell? Total, gell? Ja. Naja, es blinkt immer noch. Jetzt geht's los. Ja? Michael fährt voraus, hat er gesagt. Dann tun wir das. Dann tun wir das. Aha. Gestern hat es noch stark geregnet. Schauen wir mal, wie es heute ist. Ja? 8.52 Uhr sind in Eschenlohe. Hier vor uns die Kirche in Eschenlohe. Uhr, wir fahren durchs Eschenleinertal. Grobe Richtung Walchensee. Ich kann mal schauen, ob mein Video ist. Okay. Geil. Schutzblech müssen wir richten. Ein bisschen höher und gerade. Die Eschenleine ist ein knapp 10 Kilometer langer laufender Waldbach in Oberbayern, der am Dorfrand von Eschenlohe von rechts in die Loisach mündet. In der Übersicht ist der Bachlauf der Eschenleine zu sehen. Sie entspringt auf eine Höhe von etwa 901 Meter in der Nähe von Einsiedl am Walchensee und fließt dann Richtung Gachentodglamm, Asamglamm, nach Eschenlohe, wo sie dann, wie gesagt, in die Loisach mündet.
in weiter Ferne dann auch irgendwann mal zur Donau gelangt. In dieser Übersicht sieht man, dass wir mehr oder weniger rund um das erste Gebirge gefahren sind, dargestellt durch die gepunktete Linie. Das Estergebirge, auch Grottenkopfgebirge genannt, liegt in den Bayerischen Alpen zwischen Leusach und Isartal und ist somit Teil der nördlichen Kalkalpen. Die wichtigsten Gipfel sind der Grottenkopf, 2086 Meter, der Bischof, 2033 Meter, die Hohe Kisten, 1922 Meter, der Hohe Fricken, 1040 Meter und der Simmetsberg, 1836 Meter. Der Bischof, hier nicht eingezeichnet, befindet sich zwischen Grottenkopf und Hoher Fricken. Da war ich noch nicht drauf. Auf die anderen Berge war ich schon irgendwann mal da oben. Bei der Hohe Kisten ist ein Michelfeld. Dort sollte früher ein Skigebiet entstehen. Mit einer Seilbahn von Eschenlohe hoch. Gott sei Dank ist daraus nichts geworden. Thank you.
Wo fahren wir jetzt hin? Einsiedel-Walchensee. Einsiedel-Walchensee. Walchensee über Fuchsloch. Rechts. Einsiedel-Walchensee. Fahren wir. Ja. Oh weh. Ja, wir sind gerade durch den Bach gefahren. Wow. Ja, war es eine gute Erfrischung, oder? Ja, für die Fahrer schon, ja. Für die Bremsen. Ja. 10 Uhr, wir sind kurz vom Walchensee. Wir fahren jetzt links rum zur Ortschaft Walchensee. Dort ist das sogenannte Wickidorf. Wenn wir da sind, noch ein paar Informationen dazu. Uhr 20, Ortschaft Walchensee erreicht. Jetzt werden wir gleich zu dem Wickidorf fahren. Wicki und die starken Männer wurde 2008 und 2010 am Kochelsee und hier am Walchensee gedreht. Leider war das geschlossen. 5 Hütten stehen noch, die wurden hier aufgebaut. Aber die Öffnungszeiten kann man sehen, irgendwann im Herbst, glaube ich, ist wieder geöffnet. Kann man auch dann im Netz nachsehen, im Internet. Ja, aber jetzt war es leider geschlossen, muss man halt weiterfahren. Haben wir deswegen einen Umweg von etwa 10 Kilometer gemacht. Ja, statt 60 haben wir dann etwa 70 Kilometer, war dann die Rundtour. Für meine Actionkamera, die am Sattel hinten befestigt ist, um nach hinten Bilder zu machen, habe ich hier eine Fernbedienung. Leider ist der Anschluss des Stromkabels nicht optimal, das löst sich immer wieder. Muss ich daheim eine Lösung mir einfallen lassen, weil die Batterie in dieser Fernbedienung, der Akku zu schnell leer wird. Ja, habe ich jetzt Michael ganz kurz erklärt. Okay. So, wie spät haben wir? 10.33 Uhr, wir sind jetzt am Walchensee. Vor uns liegt der Herzogstand. Und weiter rechts müsste dann der Heimgarten sein. Weiter links wollte ich sagen. Das sieht man jetzt von da nicht. Ja, gut. Vielleicht gehe ich dieses Jahr nochmal hoch im schönen Wetter. Zu Fuß. Ja. Muss ich zurück zu Michael, der wartet schon auf die Abfahrt. Ich komme gleich. 10.46 Uhr. Fahrt in Richtung Walgau.
10.51 Uhr ein Ziel erreicht. Walgau, 5,8 Kilometer. Uhr 10, Wasserfall Obernachkanal, kurz vor Walgau. Die Stadt Mittenwald, die Ortschaften Grün und Wiehe hier Walgau bilden die Alpenregion Karwendel. Ist eine wunderschöne Region mit Wandermöglichkeiten im Winter, Skifahren, Mountainbiken, Urlaub. Was willst du mehr? Geradeaus links vor Michael, das Gebirgsmassiv, ist das Werdersteingebirge. Und hier links diese Gebirgskette, das ist das Karwendel, der bayerische Teil vom Karwendel. Der überwiegende Teil vom Karwendel liegt ja in Tirol, in Österreich. Wir verlassen oder haben jetzt das Estergebirge verlassen und am Fuße des Estergebirges liegen drei Moorseen, die eingebettet in eine Bilderbuchlandschaft sind. Der Grubsee, der Barmsee und der Geroldsee. Den Grubsee passieren wir heute nicht. Wir gehen jetzt zum Barmsee, machen eine Mittagspause, da vorne ist er schon. Und am Geroldsee, den lassen wir links liegen, da fahren wir dann vorbei, wenn wir zur Esterbergalm fahren. Am südlichen Ufer des Sees befindet sich der grüne Ortsteil Barmsee, der seit rund 150 Jahren existiert, habe ich auch vorher nicht gewusst. Der Barmsee liegt auf 885 Metern Höhe und ist mit 55 Hektar der viertgrößte See im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Der Barmsee weist eine Besonderheit auf. Durch seine enorme Tiefe von über 30 Metern durchmischt der See im Frühjahr und Herbst nicht vollständig. Das bedeutet, dass die unteren Wasserschichten sauerstofffrei sind. Im Oktober 1943 notwasserte ein B-17-Bomber der Amerikaner im Barmsee. Das Wrack wurde 1951 gehoben. So ein B-17-Bomber mit 10 Mann Besatzung startete in England im Oktober 1943, um Schweinfurt zu bombardieren. Durch die deutsche Flugabwehr wurde der B-17-Bomber erheblich getroffen und war so beschädigt, dass er nicht nach England zurückkehren konnte. Der Pilot entschloss sich daher, in die neutrale Schweiz auszuweichen. Als der Pilot die Alpen sah, hatte er gemeint, er befindet sich schon nahe der schweizerischen Grenze. Und da in den Alpen kein geeigneter Landeplatz zur Verfügung stand, entschloss er sich, die Maschine im Barmsee notzulanden. Da der Barmsee etwa 1000 Meter lang ist, konnte das Flugzeug einigermaßen gut landen auf der Wasseroberfläche und die Besatzung konnte unverletzt das Flugzeug verlassen. Ein HJ-Junge hatte die Landung beobachtet und mit seinen Karabiner den Co-Pilot in den Rücken geschossen, sodass er abends gestorben ist. Und die Besatzung wurde von den deutschen Soldaten gefangen genommen und bis Kriegsende in einen Kriegsgefangenenlager untergebracht und konnten dann später wieder heimkehren.
So, 12.03 Uhr. Wir waren jetzt am Bammsee. Ungefähr so knapp eine halbe Stunde, haben was gegessen. Jetzt geht es weiter Richtung Esterbergalm. Oder Michael? Ja, jetzt geht es erstmal wegen bergauf. Jetzt geht es erst bergauf, hat er gesagt. Oh weh. Aber Strom haben wir noch. Jetzt haben wir uns ja gestärkt. Gut, da ist nochmal der See. Ja. Tschüss. Servus. Für die. Viele Leute da sollen sich baden, einmal frei. Zu gefährlich. Zu gefährlich. Muss mir jetzt absteigen. War zu steil. Und zu lockerer Untergrund. Aber da oben ist, glaube ich, wieder alles in Ordnung. Zugspitze im Nebel. Da unten ist der Geroldsee, oder? Geroldsee. Ja, gut. Da fahren wir jetzt vorbei. Wir wollen da hoch zu Esterberg an. Vor 36. Aus dem Schatten müsste Michael auftauchen. Und da ist er. Hoch zu Esterbergalm. Geht ganz schön auf. Dritter Gang. Sind wir runtergefahren, jetzt müssen wir den auffahren. Genau, ich sag mal so. Eieieiei. Also gut, eine halbe Stunde noch. Halbe Stunde noch wahrscheinlich. Aber jetzt müssen wir den ganzen steilen Berg auffahren. Eieieiei. Geht's wieder hoch, jetzt sind wir steil bergab. Geht's wieder hoch zu Esterbergalm. Eieiei. Vielleicht eine halbe Stunde noch.
So, wir sind kurz vor der Esterbergalm. Die Esterbergalm ist eine Alm mit einem denkmalgeschützten Berggasthof in Werdenfelser Land. Bereits 1380 ist sie erwähnt und liegt auf 1262 Meter Höhe in einem Hochtal zwischen Wank und Hohenfricken. Seit 1545 gehört sie dem Markt Garmisch-Partenkirchen und ist an einen Landwirt verpachtet, der Landwirtschaft und Gastwirtschaft betreibt. Mittagspause, die erste Bergalm beendet. Jetzt geht es zurück zum Parkplatz, ungefähr, sagt der Michael, eine Stunde, ein bisschen mehr wie eine Stunde. Geht teilweise, manchmal ziemlich steil bergab, aber auch der Straßen. Naja, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall wieder Helm auf zum Gebet. Die Wolken über uns wurden mehr und dunkler. Es schaute nach Regen aus. War auch gemeldet, dass im späten Nachmittag und abends in dieser Gegend Regen und Gewitter kommen sollte. Deswegen haben wir uns jetzt schon auf dem Rückweg begeben. Gott sei Dank sind wir dann bis zum Auto noch trocken gewesen. Erst später, kurz nach München, kamen wir in einen Starkregen hinein. Oh. Im Tal Fahrekant, im Vordergrund die Tunnelausfahrt hier und rechts war die Leusach zu sehen. Die Seile und die Kabinen gehören zur Wank Seilbahn. Ja, und in dem Wald vor uns ist ein Klettergarten untergebracht. So eine Art, ja, für Jung und Junggebliebene. Hier geht eine Frau runter gleich jetzt. Wir haben gedacht, oder ich habe gedacht, zuerst, die ist gestürzt, aber das war, das gehörte zum Klettergarten dazu, dass sie dann so sich abseilt, sagen wir mal so. Hier geht es jetzt rechts rein zum Klettergarten. Ja, wir sind aber dann kurz danach weitergefahren. Wir wollten ja wieder nach Hause, nach Pfaffenhofen.
Das hier ist schon der Ortsausgang Garmisch Richtung Fahrechand, dann Richtung Ohlstadt und dann Richtung Ischenlohe zum Parkplatz. So, jetzt sind wir wieder da. 15.45 Uhr, 3:15 Uhr. Genau. Da tut der Arsch weh. Und regnen, geregnet hat es nicht, das Wetter hält, aber heute abends, glaube ich, wenn man die Wolken sieht man da oben, ganz dunkel und braun. Ja. Aber wir fahren ja jetzt ins Blaue, Richtung Norden. Jetzt trinken wir noch unseren Zitronentee. Aber erst packen wir zusammen. Aber erst machen wir uns Reise fertig. Genau. Ja. War eine schöne Tour heute, in der Mitte anstrengend. Ansonsten ging es eigentlich. Aber es war schon. Heute früh hat jemand zu mir gesagt, also 50 Kilometer. Ich habe jetzt auf meinem Tacho 70. Ja. Also waren doch 20 Kilometer mehr, wie geplant. Ja, 10. Das waren die 5 Kilometer zum Wickidorf und wieder die 5 Kilometer zurück. Ja, weil das Wickidorf war ja nicht geplant, ja, das leider zu hatte. Im Walchensee genau. Ist so ein Ort, ein Dorf, da haben sie einen Wiki-Film gedreht, Bulli Herbig, aber das war heute leider geschlossen, da konnten wir jetzt nichts filmen. Ja, macht nichts, 10 Kilometer Umweg. Ja, deswegen tut er der Arsch weh. Ja, okay, also dann bis nächstes Mal. Schauen wir mal, wie das Wetter wird, gell? Führt euch und Servus. Servus. Die Rundtour ist beendet, der Film auch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, diesen Film anzugucken, anzuschauen. Und uns hat es auch Spaß gemacht. War wieder eine wunderschöne Tour. Und vor allen Dingen, wir sind wieder gesund nach Hause gekommen. Hier hat Michael nochmal ein paar schöne Fotos gemacht bei der Heimkehr kurz nach München dieser Wolkenformation. Also nochmal Servus und pfiat euch bis zum nächsten Mal bei hoffentlich wieder gutem Wetter. Na, schauen wir mal, wo es hingeht. Euer Michael und Kurt.